Also, meine Saisonvorbereitungen sind schon voll in Gange. Heute sind wir in Ohrid, Ungarn, perfektes Wetter, machen noch ein paar Vorwerksabstimmungen, schauen, welches Setting das vielleicht nächstes Jahr wird bei mir. Weil nächstes Jahr werde ich wieder die österreichische Meisterschaft fahren, MX2 mit meiner 250-Zweitakt. Ich habe super viel Spaß auf dem Motorrad und es ist, glaube ich, nicht nur für einen Meisterschaftsfahrer, sondern auch für jeden Hobbyfahrer das optimale Gefährt. Du hast keine Wartungskosten und läuft immer das Ding. Nachdem ich mich heuer eigentlich immer weiter habe steigern können und eigentlich am Schluss immer mehr Richtung Top 5 geschnuppert habe oder eigentlich in Mernbach auch in Tageswertung am 5. Platz war, dann möchte ich das Ganze einfach ein wenig konstanter machen und hoffentlich sieht man mich nächstes Jahr das eine oder andere Mal da vorne in der Ergebnislisten.